Hallo und grüß Gott, meine Tribis, und herzlich willkommen zum nächsten Part von Digimon Survive, unseren Oktober-Halloween-Let's Play. Im letzten Part ist einfach Chichimon, der Ehrenmann, aufgetaucht und hat uns aus einem Gefängnis befreit. Ich war so geflasht, ich habe die Stimme gehört und habe mir gedacht, na, das kann nicht sein, das kann nicht sein, ich muss abwarten, ich muss schauen, was es ist. Und boom, taucht Chichimon auf und Chichimon. Noch Wizardmon, eins meiner absoluten Lieblings-Digimon. Wizardmon ist Nummer 1 und Wizardmon kommt nichts ran. Aber dann halt gibt es eine breite Palette an A-Plus- und A-Tier-Digimon, die absolut feiert. Und Chichimon ist definitiv eines davon. In jedem Game, was ich gespielt habe, sei es Digimon World 1 oder das Digimon Survive, ist Chichimon dabei. Und Chichimon ist so ein Ehren-Digimon. Ich liebe es einfach. Und ja, in der anderen Let's Plays von Digimon habe ich auch schon einen Haufen Chichimon gesehen. Und Chichimon war immer so ein Ehren-Digimon und immer für alle da. Und deswegen liebe ich Chichimon so. Im letzten Part hat, glaube ich, Chichimon oder so von Yggdrasil oder so gesprochen. I don't know, ob das da in dem Game auch so kennen ist mit dem Digi-Gott und so weiter und so fort. Falls ihr so Randinformationen über Digimon erfahren wollt, sprich Digimon Lore, Digimon Evolutionslinien und so, kann ich euch zwei Kanäle empfehlen. Einmal den Kanal von Belias LP und einmal den Kanal von Digirita Liam. Werde ich euch beide unten in der Videobeschreibung verlinken. Schaut da auf alle Fälle rein, falls ihr die Kanäle nun erkennt und euch für Digimon Lore und so weiter interessiert. Ansonsten würde ich sagen, wir schauen weiter, was passiert denn? Es soll nämlich ein Angriff stattfinden, vor dem uns Patamon und Palmon gerade warnen. アルケニモンたちの仕業かもしれんな。マジかよ。こんな時に。ああ、そんな。またあれと戦わなきゃいけないのか。あいつらがミューを狙って襲ってきたんだな。 俺はこのまま助けに行くぞ。ちょっと待って。あの子たちを放っておくの？連中の狙いはミユなんだぞ。そうじゃのう。人間の子供が目的なら、パルモンたちに大きな被害はなかろうて。お前さんたちはすぐにおてんば姫のもとへ急いだ方がいいかもしれん。だが、せめて何か作戦を立てるべきでは。 Was jetzt? Das ist kein guter Zeitpunkt für eine Meinungsverschiedenheit. Aber keine Zeit zum Nachdenken. Ich glaube, es ist wichtig, Mio zu retten, aber es ist sehr gefährlich zu handeln, ohne zu wissen, wo der Gegner steckt. Also sammeln wir Informationen oder ist uns unsere Sicherheit wichtiger? Stress mich nicht!
Lasst uns Informationen sammeln. それ、今やる必要あるかな。どうかんだ。敵が攻めてくる前ならともかく、今からじゃ遅すぎる。しかし闇雲に向かっても危ないだけじゃ。その最も危ない状況に置かれておるのがおてんば姫なんじゃないかの。それは Was ist die richtige Entscheidung? Minoru, いろいろありがとう。とにかく僕たちはミュウのところへ急いで戻るよ。これこれ。ポンクラはどうするんじゃ。お、やめたわ、ミユキ。心配いらないよ。僕とお姉ちゃんもちゃんとついていくから。から。何やら心配じゃの。わしもついていくぞ。 Danke, Chichimon. それじゃ、大急ぎで玉座まで戻ろう。みんな、すまねえな。もう少し力を貸してくれ。おい、ミユ、大丈夫か？いるなら返事をしろ。ユウちゃん。 ここにもいないわね。また何か来たわ。おい、そこのお前。怖がらんでも大丈夫じゃ、ピオモン。わしもいるんじゃからの。 ミュウは、お前たちの女王様はどこに行った？女王様は、城内のどこかにお隠れです。それって、逃げたってこと？はい、そうなんです。なるほど。あいつらしい。逃げ足だけはさすがだな。よかった。無事ならいいけど。 とっさの判断にしちゃ上出来じゃねえか。とはいえ、安心なぞできんぞ。そうよね。いつまでも無事とは限らないしな。早いとこ保護しないと。まあ小学生の女の子の足だし、まだこの近くにはいると思うよ。じゃあまた遊園地の中探すのか。あ、 敵がいて大変かもしれないけど、なんとか手分けしてミュウを見つけ出さないと。この状況ではやむを得ないか。任せて。もうすっかり敷地の中も覚えたわ。敵よりも先にミュウを見つけましょう。僕も必ず役に立ってみせるよ。ハル、ミユキ、二人にもまた 手伝ってもらうことになるけど、いいかな。うん、いいよ。危ない時は僕とタクマが守るからね。ハグモン、ありがとう。それじゃあみんな、行こう。今度 Let's go. Ich glaube, jetzt nehmen wir Takuma. Es ist lang her, dass es im Schloss Ärger gab. Vielleicht hat Miyu es nicht rausgeschafft. Sollten wir dann weiter im Schloss suchen? Ja, gehen wir wieder rein.
Darf ich mich vielleicht umschauen? Wenn es schon Erkundung ist, dann will ich erkunden. Verdammt nochmal. Okay, gut. Was ist das? Ist das Gardramon? Mach mal schnell einen Kampf gegen Gardramon. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Gardramon ist besiegt. Was ist mit den kleinen Jungs passiert? Jo, Biomon! Hey, das ist Biomon. Du bist offenbar auch verletzt. Alles okay? Oh, tut mir leid. Ich weiß nicht, wo Ihre Majestät ist. Bitte aufhören. Biomon, halte durch. Ha? Was ist mit dem Gegner passiert? Hier war doch bei unserer Ankunft niemand. Was ist passiert? Wiesing haben uns auf den Nichts angegriffen. Sie wollten zur Königin. Und hast du ihnen verraten, wo sie ist? Nein, ich weiß nicht, wo ihre Majestät ist, aber sie könnte noch im Schloss sein. Okay, alles klar, danke für die Info. Los, Agumon. Und Biomon, sei vorsichtig. Das werde ich. Autsch, au, das tut weh. Bist du verletzt, Biomon? Oh ja, schau dir das mal an. Nein, das ist gar nichts. Alles gut, wirklich. Was soll ich nur tun? Ich habe bestimmt eine Salbe, die ich benutzen kann. Aber ich muss sagen, es geht. Vielleicht sollte ich das blablabla die Salbe benutzen. Biomon, ich kann die Wunden versorgen. Zeig mal her. Aber. Ohne Wenn und Aber. Okay, gut. Dafür reicht eine Salbe. Das kann zwar brennen, aber bitte beiß die Zähne zusammen. Uff, das brennt. Solange, gleich geht es dir besser. Oh, danke. Wir gehen weiter. Pass gut auf dich auf, Biomon. Ja, überlass den Rest einfach uns. Danke. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Zum Hauptplatz will ich ganz zum Schluss gehen, von dem her. Was ist mit dem kleinen Jungen passiert? Oh nein, Patamon. Na, jetzt bin ich rausgegangen. Fuck, verstruckt. Wo gehen wir den falschen Knopf? Ich hoffe, Patamon ist noch da. Patamon ist noch da. Yo, Patamon! Was machst du denn noch hier? Ich dachte, du wärst schon längst verschwunden. Hey, wir rennen doch nicht weg, wenn böse Monster auf Mew abgesehen haben. Aber ihr seid nicht alle böse. Nein, das haben wir doch die ganze Zeit versucht, dir zu klären. Was? Ganz im Ernst? Heißt das, ihr wollt helfen, ihre Majestät und ihre Diener zu beschützen? Natürlich tun wir das. Oh, gut. Ihre Majestät müsste noch im Schloss sein. Sie war nicht hier. Beschützt sie. Patamon, halte durch. Diese Wunden sehen übel aus. Ich habe doch eine Salbe. Ich kann Patamon damit retten. Aber was, wenn ich jetzt aufbreche und sie alle isst und jemand anderes sie braucht? Wir behandeln alle Verletzten. Das ist ein schlechter Zeitpunkt, um eine Salbe zu knausern. Warte, ich habe Medizin für dich. Welche Verletzung ist am schwersten? Oh, aber ich kann nicht. Da, guck mal. Da ist eine schwere Wunde. Am Patamons Vorderbein. Alles klar. Das kannst du brennen, aber bitte beiß die Zähne zusammen, okay? Au. Aber danke. Ich verspreche dir, dass wir alle retten. Mew, Patamon und Biomon. Los, Agumon. Alles klar. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Hauptplatz.
Ich sehe Kaito. Ob er wohl etwas herausgefunden hat? Ja, dann können wir in der Minkheit agieren. Und wo könnte Mew bloß stecken? Mew ist so klein, dass sie echt schwer zu finden ist. Hast du eine Ahnung, wo sie sich vielleicht verstecken könnte? Nein, leider nicht. Tut mir leid. Ich weiß, ich bin ja großer Bruder. Hey, das ist schon in Ordnung. Miteinander verwandt zu sein heißt nicht, dass man telepathisch verbunden ist. Was weißt du denn schon? Kaito, nicht so grob. Ja, Drakmon hat recht. Und Tsuji, meintest du sowas wie... Was nicht auch schon mal? Ja. Ich habe auch einmal einen älteren Bruder und wir haben uns nie richtig gut verstanden. Ich habe keine Ahnung, was Tsujis Gesichtsausdruck sagen soll. Mag er seinen Bruder wirklich nicht? Liegt es daran, dass er so fruchtentflößend ist? Oder reiben die beiden sich aneinander? Ist er von seinem Bruder enttäuscht? Ich bin schon ein bisschen neugierig. Eine Enttäuschung? Fragezeichen. Liegt es daran, dass dein Bruder eine Enttäuschung für dich ist, Tsuji? Oh. Das ist er keinesfalls. Er ist viel klüger und viel mehr als ich. Echt jetzt? Na, alle Achtung. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe, aber das klingt, als wäre einfach großartig. Er ist praktisch perfekt. Das macht er dir ja so schwer. Willst du damit sagen, du magst ihn nicht? Nein, das ist es nicht. So einfach ist das nicht. Ich weiß nicht recht, wie ich das erklären soll. Jedenfalls verstehe ich mich nicht. Tsukumi, mein Bruder. Streitet ihr viel? Dazu kam es nie. Auf dieses Niveau hätte er sich nicht heruntergelassen. Ach, weißt du? Tut mir leid, ich hätte nicht sagen sollen, dass du keine Ahnung hast. Aber reden wir nicht über mich. Wir müssen Mew finden. Hi. Aber wie suchen wir nach ihr? Wir haben keine Zeit, um alles auf den Kopf zu stellen. Warum konzentrieren wir uns nicht dann auf das Innere des Schlosses? Wie kommst du denn darauf? Draußen herrscht absolutes Chaos. Ich glaube nicht, dass Mew da Rauroll reinlaufen würde. Du meinst also, sie ist wahrscheinlich noch irgendwo im Schloss? Ja, zumindest besteht die Chance. Ja, das ist vermutlich was dran. Und gehen wir jetzt zurück ins Schloss? Ja, und zwar so schnell wie möglich. Das ist Minoru. Vielleicht sollte ich mit ihm reden. Ah, jetzt gehe ich um. Druck immer falsch. Wieso druck immer falsch? Minoru? Was ist das? Noro, was hast du? Schau mal, Takuma, ich habe dieses Ding hier gefunden. Das ist nicht gerade eindeutig. Tja, ich weiß zwar nicht genau, was es ist, aber wir können es bestimmt gebrauchen. Ich schätze, es schadet nicht, es zu behalten. Ganz genau, Mann, was für ein Glück, dass ich es entdeckt habe. Kaito? Oder war das Saki? Saki? Das Saki? Vielleicht sollte ich etwas sagen. Wah! Saki,
Alles in Ordnung? Ja, entschuldige. Ich bin gestolpert und beinahe hingefallen. Du musst aufpassen, wo du hintrittst, Saki. Hier ist es total uneben. Ich hab's ja schon kapiert. Bist du darüber gestolpert? Hat ganz den Anschein. Was ist das für ein Teil? Keine Ahnung, aber warum behalten wir es nicht, Takuma? Das könnte später nützlich sein. Stimmt, ich glaube, das mache ich. Wieder ein Item erhalten. So. Dann gehen wir zu Palmon. Palmon sicher entverletzt die. Das ist einer von den Kleinen. Soll ich etwas sagen? Lass Bock, bitte einmal die Kamera aus. Dann können wir ja mit Palmon reden. Huch, was macht ihr denn hier? Na, wir versuchen, mir zu retten. Wirklich? Und das sagst du nicht nur, um ihre Majestät an die Fieslinge auszuliefern? Auf keinen Fall! Das würden wir niemals tun! Ja, Agumon, sag die Wahrheit. Wenn du weißt, wo Mio sich versteckt, kannst du es uns verraten? Also... Ja? Nein, ich darf nicht und ich tue es nicht. Was? Aber was, wenn der Fiesling sie schnappen, bevor wir sie hier finden? Das wird niemals passieren. Niemand würde an so einem Ort suchen. Das würde sie sich an einem unvermuteten Ort verstecken. Toilette. Toilette. Ich glaube, Mio ist auf der Toilette. Patamon. Ach, du bist das. Perfektes Timing. Hast du Mio gesehen? Du meinst ihre Majestät? Ja, wir suchen sie überall, aber wir finden sie einfach nicht. Wir müssen sie finden, bevor der Feind das tut. Falls du irgendwas weißt, willst du uns bitte sagen? Also, sie müsste am sichersten aller Orte verstecken. Takuma, wo ist der sicherste aller Orte? Keine Ahnung, das ist zu vage. Aber wir merken es uns, danke. Toilette, habe ich ja gesagt. Es kann nur die Toilette sein. Seltsam, ich hatte schwören können, dass Mio hier irgendwo ist. Aber sie ist nirgendwo zu sehen. Wie oft soll ich euch so noch sagen? Hier ist niemand. Mio ist hier. Wo könnte sie nur so, wie könnte sie sich nur verstecken? Haha. Bingo Bongo. Moment mal! Was ist denn, Agumon? War der Deckel dieser Kiste vorher nicht offen? Ja, ich glaube schon. Huch, ich glaube, ich habe etwas aus der Schatztruhe gehört. Das habe ich auch gehört! Nein, das bildet ihr euch nur ein! Was machst du? Was suchst du da, du Schatztruhe? Was soll das bitte bringen? Klingt verdächtig. Ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Oh ja. Das ist echt ziemlich offensichtlich. Wir sehen uns hier noch ein bisschen um, okay? Jep, nein, das ist nicht okay. Ihre Majestät ist nicht hier. Und sie ist bestimmt auch in einer Schatztruhe. Das war ziemlich laut. Ja.
Hey, sag mal, sieht das hier nicht voll ungleich aus vorhin? Eben, der jetzt, wo du sagst, da liegt immer was rum. Das ist meine Schule, ich mache hier keine Unordnung. Also da scheinen keine versteckten Gerätschaften zu sein. Und auch keine Spur von Mio. Natürlich nicht. Ihre Majestät versteckt sich. Ich sehe, sie ist in einem anderen. Vergesst, was ich gesagt habe. Oh nein, ganz bestimmt nicht. Wenn du weißt, wo sie ist, du musst es uns sagen. Aber ich weiß es nicht. Aber in Wahrheit weißt du es doch. Ich habe doch gesagt, dass ich es nicht weiß, okay? Und ich habe keine Zeit für Diskussionen. Ihr müsst jetzt gehen. Bis dann. Das ist das dritte Mal. Gebt euch endlich auf. Warum? Was gibt es da für ein Problem? Allerdings, ich darf die Truhe, Sie hat sich schon wieder verplappert. Du bist eine grässliche Lügnerin. Genau, und deshalb machen wir jetzt diese Truhe auf. Nein! Oh nein, du hast sie geöffnet! Hat sie sich wirklich in dieser Schatzkiste versteckt? Miu,よかった。無事だったんだな。お兄ちゃん、また来たの?当たり前だろ。こんな時にお前を放ってなんか置けるか。またほら。 すぐそうやって乱暴な態度取って。だから俺はお前を心配して。カイト、言い方。いや、すまない。頭ごなしに叱って。俺が悪かった。けど聞いてくれ。今は言い争ってる場合じゃなくて。うわぁ、今度は潮らしい態度で怪獣しようとしてる。 見えみえだよね。ねえ。頼むから聞いてくれって。いや、どうせお兄ちゃんは危ないからそばにいろだの早く帰ってこいだの言うんでしょ。うち、ここにいたい。ここでシャコモンとずーっと一緒に暮らすの。ミュウちゃん、あなたはまだ分かってないのよ。ここがどんなに恐ろしいところなのか。そうよ。 子供を狙う敵もいるし、正体不明のキリだってあるし。他はどうか知らないけど、ここはすっごく楽しいところだよ。今までいたつまんない田舎とは大違い。嫌な大人もいないしさ。周りは可愛いぬいぐるみみたいなのばっかで、うちをチヤホヤしてくれるし。それって、ジジモンやパルモンたちのこと?そうだよ。 ジジモンはお兄ちゃんと違って言うこと聞くし、パルモンたちは可愛いし。うちは、この世界が大好きなんだ。おいおい、ここまで状況を理解してねえのかよ。これは、説得に時間がかかるぞ。人を好きにさせすぎたかのう。ミュウ、お前は分かってないんだよ。 またそうやって決めつける。分かってないのはお兄ちゃんの方じゃん。うちが今までどんな気持ちだったか。何くせに。ミュウ、お前、いい加減にしろ。どうして心配してるのかわからないんだ。ほらまた、なんですぐ怒鳴るの?悪い。だからお兄ちゃんなんて
Jetzt, wir können das jetzt ruhig bereden. Wir müssen hier von hier verschwinden. しかし、君を安全な場所へ連れて戻りたいというのは僕たち全員の希望だということを知ってほしい。何それ？なんで？知り合いだったわけでもないのに意味わかんない。知り合いかどうかなんて関係ないよ。ますます意味わかんない。 大体さっきから危険危険って。ここには可愛い子しかいないのに。この世界には怖くて大きなのも大勢いるわ。ああ、雲みたいなおばちゃんが最初出てきた時はうちもびっくりしたよ。でもすぐ釈門が助けてくれたもん。まああの程度の相手をまくのは簡単ですし。 Jackman hatte also keine Probleme mit Avokinimon. Ziemlich beeindruckend, aber wer weiß, was es hier sonst noch für Monster gibt. Toni, Da bin ich voll auf Sakis Seite. みゆちゃん、本当なんだ。それくらい危険な敵が来てるんだ。嘘。そんなの、だってここは安全で楽しい場所なのに。みゆ。なんだ今の音は。まさか敵襲か。 お城が揺れてる。そんな、まさか天井が崩れてきてるのか。こいつはやべえ。みんな、とっとと外へ出るぞ。お姉ちゃん、こっちに。私たちも急ぎましょう。 Sagen wir kurz doch Saki Dad, aber okay. Puh. みんな
ちゃんとついてきてるな。急いで城の外まで出るぞ。何これ。みんな、なんで倒れて。嘘。うち、こんなの。ミュウ、急げ。こっちだ。 みんな、瓦礫に気をつけて。 Kritisch, dass es Mio so lernen muss, aber irgendwann hat sie es lernen müssen. Es tut mir genauso extrem weh, wie Mio die ganzen Patamon sterben zu sehen, aber so ist es. Und mir tut es extrem im Herzen weh, Mio so verzweifelt zu sehen. Aber anders hat Mio, glaube ich, nicht gelernt. Und ich bin jetzt auf den Charakterentwicklung gespannt von Mio. Aber ja. Die ist jetzt sicher nicht in Ordnung. Tonikaku, Itzmadem, Koko de Nombiri Stelu Akeni Mikanai. Tekino Monster, Mitskarana Uchini, Koko Hanare. Nante. Achi, Hime ga kikoeru. Kikoeru. Sag nicht. Yamete! Yamete! Ima no koe, Palmon to Patamon da yo. Nanda? Mukou kara nani ka kita no ka? Mazui yo, Takuma. Sugoku tsuyousou na no ga sematte kuru. Kono kehai, tada mono dewa nai zo. あいつらだ。 人間の子供と一緒にいる連中がここにいるそうだな。 獲物がいっぱい。 Was sind die Angreifer? ざわざわする。 なんだよあいつら。 あの目つき。 Aber an dieser Stelle würde ich sagen, beende ich den Part für heute. Falls ihr es bisher geschafft habt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Digimon Survive und andere Uploads zu verpassen. Ich wünsche euch ansonsten einen wunderschönen Nachmittag, Abend, je nachdem, wie ihr das Video seht und wie ich es hochlade. Da ist der letzte Part. Unten ist die Playlist. Ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Oktober, eine wunderschöne Halloween-Zeit. Und man sieht sie im nächsten Video.